Also, wo war ich? Splinter ist verschwunden, Kampf gegen Fußsoldaten. Und jetzt wollen sie in dieses TCRI-Gebäude, das wahrscheinlich irgendwas mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Aber... Keine Türen, keine Fenster, einfach überhaupt nichts. Mist. Wir können ja aber auch nicht einfach durchs Hauptportal spazieren. Ich hab's. Wir steigen beim Nachbargebäude aufs Dach und wechseln dann rüber auf das TCRI-Gebäude. Ist ein langer Flur mit lauter Türen. Ziemlich großer Raum. Mit Kabeln voller Zeugs, das ich nicht begreife. Und wie geht's dort weiter? Genau das Gleiche. Langer Flur, Türen. Merkwürdig. Lauter sonderbare Flure. Alle gleich. Was machen die hier bloß? Ich würde gern mal wissen, wer hier was macht. Endlich was anderes. Sieht aus wie eine Art Empfangsraum. Hier oben? Sehr merkwürdig. Schau mal, Donny, was ist das? Ich weiß nicht, vielleicht eine Art Identity Card? Ruhig, Jungs, da kommt jemand. Entdeckung! Materialisationskristallen vorzunehmen. Danach wird der Mechanismus perfekt sein und funktionieren. Dann sind wir fertig. Ausgezeichnet. Ich möchte nämlich endlich diese Welt verlassen und wieder nach Hause. Ich vermisse meine Frau und die Kinder, es ist so lange her. Ich verstehe dich. Ich sah Holographien von ihnen. Du bist zu beneiden. Das war knapp. Überprüfen wir noch ein paar Zimmer auf dieser Etage. Diese Tür ist zu. Diese auch. Genau wie diese. Soll ich sie eintreten? Ach, Raphael, ist das deine Lösung für alle Probleme? Wir bekommen schon wieder Gesellschaft. Und kein Platz zum Verstecken. Nur eine Chance. Wenn diese Karte ist, was ich denke... Glück gehabt! Schnell hinein! Puh, das war wieder sehr knapp. Leo, sieh! Splinter! Alarm! Sensoren im Hauptlabor melden das Eindringen von 4 Unbekannten. Keine Menschen, Fremdwesen. Was? Doch nicht im... Nein! Master Splinter, nein! Ich werde nicht zulassen, dass Sie deinen toten Körper hier zur Schau stellen. Ich werde... Nein, Raphael, warte noch. Keine Zeit, unsere harmonische Tarnung anzulegen. Wir müssen uns beeilen. Sie könnten alles vernichten. Unsere ganze Arbeit. Wir müssen die Translokationsmatrix schützen. Splinter ist nicht tot. Lass mich! Er ist nur... Er ist... Beruhige dich, Raphael, und hör auf Donatello. Bereitet euch zum Angriff vor. Waffen auf Viertelladung. Er lebt, aber in einer Art ausgesetzter Animation. Wie in einem Kälteschlaf. Und diese Maschinen überwachen und unterstützen seine Vitalfunktionen. Frag mich nicht wie, aber... Und was heißt das jetzt? Was sollen wir tun? Keine Bewegung, Eindringlinge. Faszinierend. Was für eine hochinteressante Lebensform stellen diese Kreaturen dar. Lasst eure Waffen fallen und es wird euch nichts geschehen. Von wegen. Betäubt sie! Folgt mir, Jungs. Ich glaube, hier könnten wir einen Ausgang finden. Nein! Ihr dürft diesen Raum nicht betreten. Aus dem Weg! Los und haltet die Augen offen nach Türen. Sie laufen in den Translokations-Matrix-Raum. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie Jahre der Arbeit vernichten. Sie kommen. Gibt es Ausgänge? Wesen, ich warne euch. Geht fort von der Maschine. Fort! Leo, dort hinter der Maschine ist eine Tür. Vielleicht kommen wir da ja raus. Ich lenke sie ab und ihr Greif verschwindet. Tempo! Nein, Mike, du bleibst nicht hier und... Ich komm schon klar, Leo. Ich schwing mich einfach über sie hinweg. Halt durch, Mike. Wir kommen wieder.
Wir lassen dich nicht im Stich, Kleiner. Alles klar. Ich pack einfach diese Kabel und... Ah, mein kaputter Arm. Oh nein, das Kontrollpult. Es hat die Translokation aktiviert. Schnell, schaltet sie ab, bevor es zu spät ist. Nein, was geschieht da? Doppelt. Hört ihr nicht? Wartet, halt. Nehmt mich mit. Halt. Ich fühle mich wie durch den Wolf gedreht. Was ist geschehen? Das Labor, diese Roboter, wo sind sie? Weiß nicht, aber wir haben neue Gesellschaft bekommen. Und keine besonders angenehme, fürchte ich. Okay, bevor ihr Finger am Abzug zu nervös wird, auf sie, Turtles! Diese merkwürdigen Kreaturen helfen mir, wenn auch wohl unbeabsichtigt. Aber indem sie General Blanks Truppen ablenken, habe ich die Chance, mich heimlich abzusetzen. Du bist totes Fleisch. Heute noch nicht. Nicht oft für dich. Mein Rücken tat verdammt weh. Nein! Unglaublich. Diese Burschen machen kurzen Prozess mit den Soldaten. Aber es werden mehr kommen. Ich sollte fliehen und... Nein, ich kann diese Wesen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Hey, Leute, kommt hierher. Leo, sieh mal, ein Weg nach draußen. Hier können wir fliehen. Hey. Ah. Besten Dank, Mr. Roboter. Das war Rettung im letzten Moment. Aber wohin jetzt? Ich denke, diesen Weg. Folgt mir einfach. Wir werden ja sehen. Aber schnell, Kopf aufs Dach. Mist, wir stecken schon wieder in einer Sackgasse. Die schießwütigen Kameraden sind auch wieder da. Wartet mal, der Laster da unten mit dem Müll sieht weich genug aus für eine Landung. Geschafft. Nein! Wow, was für eine irre Stadt. Seht euch mal um. Seht sie euch an. Oh mein Gott. Und ich dachte schon, New York wäre verrückt. Wo zum Teufel sind wir? Dies hier sieht aus wie ein gutes Viertel der Stadt. Hier werden wir ein Versteck finden können. Kommt. Also gut, jetzt sag mal, wer bist du und wo sind wir? Ihr seid natürlich in der Stadt Deplak. Und was mich betrifft, das ist eine lange Geschichte und ich erzähle sie euch später. Jetzt genießt erstmal die Aussicht. Wow. Das ist nicht Brooklyn. Und das ist auch ganz gewiss nicht Manhattan. Oder sonst was in Amerika. Das sieht noch nicht mal aus, als wäre es die Erde. Erde? Ist das euer Heimatplanet? Heimatplanet? Was soll das heißen? Was zum Teufel geht denn hier vor? Immer mit der Ruhe. Ich muss zugeben, ich habe noch nie von der Erde gehört. Momentan befindet ihr euch auf dem Planeten Dohanet. Auf dem Territorium der Föderation. Oh, ich vergesse. Mein Name ist Honeycutt. Und ich möchte mich bedanken, dass ihr mir aus der Patsche geholfen habt. Sehr hübsch gesagt, Honeycutt. Ich heiße Leonardo. Raphael. Michelangelo. Donatello. Hi. Ich würde nun gern mal wissen, wie sind wir hierher gelangt und wie gelangen wir zurück? Gerade waren wir noch in dem Raum, den diese seltsamen Roboterwesen, ich glaube, Translokationskammer nannten. Und plötzlich waren wir in irgendeiner Gasse und standen diesen Soldaten gegenüber. Was sagtest du da? Was für eine Kammer? Translokation. Ja, ich glaube, das Wort gebrauchten sie. Interessant. Ja, also wenn ich mich nicht irre, seid ihr in die Strahlen einer Transmaterie-Maschine geraten. Eine Maschine, die gedankenschnell Materie transportiert. Über unendliche Distanzen. Irgendwie hat sie euch hierher gebracht. Ich arbeite an einer ähnlichen Erfindung. Tatsächlich? Dann kannst du uns also nach Hause bringen. Ja, yeah, fangen wir gleich damit an. Nein, nein, so einfach ist das alles nicht. Meine Transmaterie-Maschine existiert nur in meinem Kopf. Sie wurde nie... Oh, ich sollte lieber am Anfang beginnen. Ihr müsst wissen, ich bin in Wirklichkeit kein Roboter. Ich war ein Wissenschaftler, der zurückgezogen an einigen Lieblingsprojekten arbeitete. Ich hatte ein Laboratorium auf dem Lande
und einen Arbeitsroboter namens Sale. Alles gefördert durch die Regierung. Aber dann forderte das Militär, besonders General Blank, dass ich einen Prototyp meiner Transmaterie-Maschine baue, die sie als Waffe für den Krieg einsetzen wollten. Diese Idee machte mich krank. Es sollte eine friedliche Erfindung sein. Und so widersetzte ich mich, indem ich meine Arbeit an dem Prototyp absichtlich verzögerte. Außerdem war ich mehr daran interessiert, meinen Mentalhelm zu perfektionieren. Eine Erfindung, die Telekinese und Telepathie ermöglichen sollte, indem sie die Gehirnwellen verstärkte und sogenanntes Psi-Kräfte aktivierte. Ich hatte gerade einen erfolgreichen Test beendet, da hörte ich einen Hilfeschrei von meinem Roboter sehen, der auf dem Feld arbeitete. Ich lief raus und sah, dass er sich in einige Kabel verstrickt hatte, welche er beim Umgraben freigeschaufelt hatte. Ein elektronischer Sturm braute sich zusammen. Und so half ich so schnell ich konnte. Wir waren gerade auf dem Weg zurück ins Labor, da geschah es. Ein gewaltiger Blitz traf uns. Ich trug immer noch meinen Mentalhelm und meine letzten Gedanken waren bei Sale. Als ich wieder erwachte, stellte ich fest, dass ich mich verändert hatte. Mein menschlicher Körper war völlig verbrannt. Aber durch die Kraft des Mentalhelms waren mein Geist, mein ganzes Ich, in den Metallkörper von Sale transferiert worden. Von da an verschlimmerten sich die Dinge. General Blank fand schnell heraus, was passiert war. Er gab Anweisungen, mich zu jagen und lebendig zu fangen, um meine Gedanken zu erforschen und für seine Zwecke zu missbrauchen. Ich kann nichts dagegen tun, denn Roboter haben keine Rechte. Seitdem bin ich auf der Flucht. Nun, jetzt ist einiges klar. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir hier heile herauskommen wollen. Das ist mir egal, Soldat. Versagen kannst du in deiner Freizeit, aber nicht, wenn du in meinem Dienst stehst. Verzeihen Sie, General Blank, aber er hatte Helfer. Diese vier grünen humanoiden Fremden beamten plötzlich herein und... Ich will diesen Roboter. Findet ihn. Nehmt die ganze Stadt auseinander, wenn ihr müsst, aber findet ihn.